Jo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft Pixelmon Folge, zwar Folge 5. Und wir haben letztes Jahr Eisen gefunden, wir haben die Beeren da ein bisschen angepflanzt, zumindest wir haben jetzt alle Beeren haben beieinander, hoffe ich jetzt zumindest, ich glaube aber schon. Hier haben wir das auch noch alles, es wächst noch ein bisschen. Und genau, heute werden wir uns einmal die ersten paar Pokebälle machen und gleich schon mal eins fangen. Und zwar, ich schaue noch schnell, bevor wir das machen. Jetzt sind gerade sehr viele Pokémon da. Jetzt ist überall Pokémon. Welche Farbe ich jetzt habe. Und ich habe mir gedacht, ich werde, glaube ich, jetzt einmal den Shader da rausgeben und einen anderen Shader mal nehmen, weil ich glaube, der passt jetzt da mit Pixel mal nicht so gut zusammen. Ich schaut cool aus und so, aber ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es einen besseren noch. Weil ich glaube, das schaut ein bisschen komisch aus. Ich gebe den jetzt einmal raus und falls ihr einen coolen Shader-Pack wisst, einfach mal bitte in den Kommentaren runterschreiben. Ich probiere ein paar Mal aus und dann sehe ich eh, welche mir gefällt. Ich gebe es jetzt einmal weg und ich mache jetzt nur den internen Shader mal an. Und wie gesagt, schreibt einfach mal ein paar Shader-Packs runter. Wenn ich die schaue, auch einmal später oder morgen einmal nach der Arbeit wegen ein paar Shaders und so. Vielleicht gibt es einen anderen Shader, der Shader schaut schön aus, also wirklich der Wisdom Shaders war das. Aber ich finde, da passt irgendwie nicht zu viel Schatten und so. Also das ist ein bisschen, ja. Gut, schreibt einfach mal euer Shader-Packs rein. Ich schaue mal ein paar Mal an und dann schauen wir mal weiter. Genau, wir haben jetzt einmal Rot, haben wir. Gut, Rot hätten wir mal. Ich möchte es mal bis da machen, also wenn wir da mal alles da voll haben. Rot passt einmal. Dann, ich schaue nur schnell, ob wir, dann haben wir Gelb. Gut, Gelb haben wir auch einmal. Da werde ich das aber einmal nochmal hinpflanzen. Na, so, Gelb haben wir, da müssen leider noch wachsen. Ich glaube, wenn man erst online ist, wächst das erst wieder. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe das Gefühl, weil ich war jetzt den ganzen Tag nicht online, also bis jetzt halt. Und da müsste eigentlich normalerweise schon alles gewachsen sein. Aber naja, ist ja wurscht. Weizen ist auch schon fertig. Super. Also wieder Nacht. Da gehe ich schon schlafen. Ah, das ist ein Wiesor, glaube ich. Ich gehe schon schlafen und dann schauen wir mal, welche Beeren wir noch haben. So, wir sind ins Schlafen gegangen. Rot hätten wir mal. Okay, gut. Rot haben wir mal. Ich will nur die nicht verbrauchen, weil ich glaube schon, dass ich da jetzt angepflanzt habe. Ich glaube schon. Deswegen, egal, ich habe schon. Und ganz kurz, ich habe auch meine Liste gefunden. Ich hole schnell, ich bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt die Liste geholt. Und zwar, ich habe im letzten Video gesagt, ich habe da ein paar Listen ausgedruckt. Ich habe es tatsächlich gefunden. Und zwar, ihr seht es, ich hoffe, das kann man jetzt gut erkennen. Hier sieht man alle Pokebälle, beziehungsweise die Pokebälle, welche Bär man benötigt. Zum Beispiel für Superball. Habe ich da, braucht man zwei blaue und ein rotes in der Mitte. Und ich sehe jetzt nochmal, es ist gar nicht einmal so schlecht, weil ich weiß es jetzt auch nicht auswendig. Mein Favorite war ehrlich gesagt immer Hyperball. Und dafür benötigt man für Hyperball zwei schwarze und ein gelbes. Hier sieht man nochmal, ich habe da mehrere Listen früher ausgedruckt, die ist schon sehr alt. Hier sieht man nochmal, wie man so Pokebälle craftet, circa. Also oben die Scheibe, in der Mitte der Knopf und unten die Eisenscheiben. Wie man auch die Scheiben macht, die unten die Eisenscheibe sieht man da nochmal. Ich glaube, das sieht man da, ja. Dann habe ich da noch, ja, wie man das craftet. Also das sind ein paar Seiten, da habe ich einmal alles ausgedruckt früher, ist schon lang her. Und da sieht man nochmal, wie man da den Amboss da craftet. Aber das weiß ich eh noch alles. Genau, das wollte ich nochmal kurz zeigen. Ich habe es auf Instagram auch gepostet. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, einfach einmal unten in die Beschreibung schauen. Da habe ich mein Instagram-Profil verlinkt, beziehungsweise mein Name steht drinnen. Und das heißt für Hyperball, Leute, ich brauche mir jetzt einmal zwei schwarze, glaube ich, war es jetzt. Zwei schwarze und ein gelbes. Zwei schwarzen hätten wir schon nochmal, gelb fehlt uns noch. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Farben. Ich hoffe, es gibt, ich kann gleich schauen. 6 Farben. Es gibt Rot, Gelb, Schwarz, Blau, Pink, Grün, Weiß. Hier gibt es 7. Stimmt, da haben wir, glaube ich, Weiß vergessen. Ich glaube, Weiß haben wir. Ja, Weiß haben wir vergessen. Gut, also 7 Farben gibt es und Weiß fehlt uns noch. Das weiß ich, weil Weiß habe ich nicht gesehen. Das heißt, sonst haben wir alle Farben. Gelb benötigen wir noch für Hyperball. Ich kann einmal die Schwarzen mal braten.
Das schwarze Hammer jetzt angepflanzt, das bin mir hundertprozentig sicher, wenn nicht, habe ich jetzt, ja. Ha, habe ich missgebaut. Gut, die Beeren ist hier, glaube ich, jeder weiß, wie man das macht. Also die Beeren muss man einmal braten. Ich kann einmal die Eisenscheibe mal eins machen. Oder zwei, weil ich. Nein, mach mal eins. Ein Hyperball möchte ich mal machen. Da legt man darauf, rechtsklick, dann nehmen wir so einen Steinhammer. Dann haut man so lange rauf, bis von alleine runterfällt. Natürlich ist halt Eisen- und Diamanthammer schneller, ist eh klar. Aber für den Anfang braucht man das nicht. Also ich bleib bei Stein. Dann sieht man, ich habe jetzt eine Eisenhalbkugel, das lege ich wieder mal rein. Genau, zwei Schwarzen sind auch fertig. Dann brauchen wir jetzt Schwarz sind fertig, dann brauchen wir jetzt nur mehr Gelb. Das heißt, Grün und Blau und Rot werde ich nachher wieder anpflanzen. Aber so, nein, Rot haben wir ja gesagt, das lassen wir bis da, das ist maximal. Also Rot sind wir mal fertig, ich werde das wieder mal alles ernten. Genau, also Rot sind wir jetzt mal fertig, ich warte schon auf ein Gelbes. Das müsste da gleich fertig sein. Pink haben wir, genau. Schwarz müssten wir auch haben, Grün müssten wir haben und Blau müssten wir haben. Weiß ist, glaube ich, das Einzige, was uns noch fehlt. Kein Problem, das werden wir mal irgendwann sicher mal finden. Gut, dann werden wir das jetzt mal, ja, die Beeren habe ich mal gesagt, gebe ich auch da rein, dass wir das alles da schön unten haben. Genau, gekochte Schwarze lasse ich noch in meinem Inventar. Weizen, genau, da möchte ich die Weizen, gebe ich ja mal da rein wieder. Jetzt muss ich mal alles ordnen, Leute, muss ich mal wirklich mal alles ordnen. Das gebe ich auch nochmal, also das ist schon voll, da lasse ich das einmal im Inventar. Gut, da warten wir noch schnell, bis da mal das Gelbe ist. Da, Zwischenzeit, während wir da warten, kann man ja mal einen Pokémon-Kampf machen. Der gab es schon Level 15, das heißt, im nächsten Level müsste es Gabo sich entwickeln, glaube ich jetzt. Ich glaube, Level 16 war das. Jawohl, machen wir gleich und machen gleich Megasauger. Schauen wir mal, ob das was, jawohl. Pika, habe ich auf Pikachu gehört oder war es jetzt nur so Einbildung? Nochmal Megasauger und wir haben es besiegt. Level up, schauen wir mal, ob es sich entwickelt. Jawohl, haben wir mal, Fleisch haben wir mal. Jawohl, Onkel Gabor entwickelt sich. Ja, na gut, sieht man jetzt nicht ganz gut, keine Ahnung warum. Fail oder es gehört so, keine Ahnung. Aber mein Gabor hat sich jetzt weiterentwickelt. Genau, Gabor ist ein Reptile und Zornklinge, da werde ich, wir haben Mega-Sauger, da würde ich den Absorber weggeben und Zornklinge. Jawohl, jetzt haben wir einen Reptile, Leute. Jawohl, unsere erste Entwicklung läuft bei uns. Gut. Schau mal, wie stark Zornkling ist. Das ist ein Ratzfatz, Level 12. So, ich möchte jetzt demnächst einmal, ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, demnächst einmal einen neuen Skin machen, aber ich bin da nicht so gut da dabei. Also ich kann das überhaupt nicht wirklich so Skin machen. Muss mir überlegen, wie ich das mache. Okay, brauche ich nicht droppen. Und ist jetzt schon ein gelbes Ding fertig oder noch nicht? Noch nicht. Okay, schwarz haben wir, genau, habe ich. Pink haben wir auch. Das müsste grün und gelb, grün und blau sein. Aber Gelb haben wir, super, das brate ich gleich einmal. Super. Ja, jetzt, wenn man den Anfang alles hat, dann läuft es, glaube ich. So, das verrottete Fleisch brauche ich einmal nicht. Gehe ich mal da rein. So, Flugpokémon wäre auch mega nice. Vielleicht finden wir mal eins. Aha, ist ein Wiesenor. Wiesenor. Okay, schauen wir mal, Verteidigung wird erhöht. Okay, dann machen wir nochmal Ruckzuck-Hip. Ja, okay, macht nicht so viel Schaden jetzt. Dann werden wir jetzt nochmal Zornklinge machen. Macht auch nicht sehr viel Schaden. Also das Beste macht eigentlich nur Megasauger viel Schaden. Jawohl. Okay, einmal glaube ich noch ein oder zweimal noch, dann haben wir das einmal. Jetzt haben wir getroffen. Aber macht uns nichts. Wir werden uns hier wieder regenerieren. Genau. Gut, wir haben Japaperek. Dann haben wir noch zweimal Leder, gar nicht mal so schlecht. Eine Angel wäre cool, ich möchte unbedingt einmal einen Carpator fangen, weil ich Carpator zu Gyarados entwickeln möchte, weil Gyarados einfach ein sehr cooles Pokémon ist. Gut, dann werden wir das auch mal machen, dann habe ich das jetzt auch einmal erledigt. Jetzt müssen wir das nur mal craften. Das heißt, das Gelbe gehört in der Mitte und die zwei Schwarzen außerhalb. Jawohl, Hyperballscheibe. Die Scheibe müssen wir dann nochmal gerade biegen, sagen wir mal. So, und jetzt bauen wir das nochmal schnell, jawohl. So, aber jetzt haben wir gleich einen Überball, einen Knopf brauchen wir noch. Brauche ich noch Steine, aber ich glaube Steine haben wir eh genug. Da werde ich natürlich jetzt einmal ein Stack, müsste man eh haben, jawohl, da ein Stack einmal braten.
da wir mal gleich sehr viele haben. So. Und dann haben wir das einmal, die untere Scheibe, und dann fehlt nur mehr der Knopf. Bären, was bewirkt das? Wird sie von einem Pokémon getragen, kann sie zudem im Kampf die KP des Pokémon um 12,5% auffüllen. Bewirkt dabei allerdings Verwirrung bei Pokémon, die ein Wesen haben, das die Verteidigung senkt. Gut, dann werde ich sagen, wir werden das jetzt einmal... genau. Ja, hoppala. So, das kann ich einmal, glaube ich, schließen. Kann man das nicht schließen? Auch. Ja, da kann man schließen. Okay, der hat aber schon eine Beere. Das heißt, das lassen wir mal. Das gebe ich einmal da rein. Geht. Ja, passt. Gut, da brauche ich noch. Ja, passt. Die vier haben wir mal. Dann muss ich schnell die vier Knöpfe craften. Machen wir gleich ein bisschen mehr. Genau. Und Leute, wir haben es jetzt. Wir brauchen nochmal die untere. Hyperballdeckel und der Knopf. Und wir haben einen Hyperball. Genau, das läuft einmal. Gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kommt. Ist das Shiny Mauzi? Probieren wir es einmal. Achso, muss man, glaube ich, kämpfen, sorry. Ich probiere es einmal, ob ich Shiny Mauzi nicht komplett jetzt. Ob ich es fangen kann. Jawohl. Gut. Poitel, Pokebälle, Hyperball. Und wir probieren es einmal, ob wir das schaffen, Shiny Mauzi zu fangen. Ich hoffe es. Einmal, zweimal. Ja, ich glaube, das hat jetzt dreimal. Also wird. Jawohl. Wir haben ein Mauzi gefangen, Leute. Unser erster Pokémon, wenn man Fortschritt erzielt. Es ist ein Mysterium, weil es ein Shiny Mauzi ist, Leute. Ein Shiny Mauzi. Aber ich glaube, jeder weiß, was ein Shiny ist. Die wir es nicht wissen, Shiny Pokémon sind, ja, normale Pokémon quasi, aber nur mit anderer Farbe, was es normalerweise nicht gibt. Das sind Shiny Pokémons. Und da haben wir jetzt ein Mauzi gefangen. Ist zwar Level 10, aber das kann man ja alles hochleveln. Das ist nur Billy Card. Und das schaut sicher mega, mega cool aus. Also das ist jetzt einmal der Reptime. Mit E kann man jetzt die Pokémons vertauschen. Und jetzt, wenn ich R drücke, kann man da Mauzi. Jawohl, das ist unser Mauzi, Shiny Mauzi. Ich schaue zumindest, glaube ich, dass er Shiny ist, aber der Farbe gab nicht der Standard Mauzi. Standard Mauzi hat weißes Fell, glaube ich, oder so. Aber es gab dieser Shiny Mauzi. Und Level 10, das heißt, wir müssen auch ein bisschen trainieren. Wie Pete ist Level 7. Ich schaue mal, welche Attacken. Heuler, Kratzer, Zahltag. Dann nehme ich mal Kratzer. Ja, macht gar nicht mal so wenig Schaden. Okay, macht ein bisschen mehr Schaden. Okay, dann werden wir, würde ich sagen, werden wir Pokémon wechseln, weil wenn ich das jetzt mit Reptan schaffe, dann bekommt Mauzi auch EP, das ist ziemlich cool gemacht. So, Megasauger. Jawohl, und einmal noch Ruckzuckhip, dann haben wir das mal. Ja, Angeberei, gib ruhig an. Ruckzuckhip und... Ja, okay. Ja, na sicher, voll! Digga, was war das jetzt? Okay, dann nochmal Kratzer. Jawohl, Mauzi hat besiegt, gut. Kasi rappt dann ein bisschen was abschauen von Mauzi. Gut, nochmal heilen alles. So, Mauzi muss man wie gesagt ein bisschen trainieren, aber ich glaube bei 3-4 Level Plus entwickelt sich Mauzi wieder. Gut, die Bären sind auch schon alle gewachsen. Ja, wir haben jetzt pink, grün, schwarz und das müsste blau sein. Ich weiß zwar nicht, ob es jetzt so lange dauert, aber naja. Schwarz werde ich da nochmal anpflanzen, Pink werde ich da nochmal anpflanzen, nochmal da bis da war rein haben. Rot, ja, lasse ich, weil Rot lassen wir mal. Ich möchte es mal bis da machen. Gelb ist eh noch nicht gut. Wir haben ein paar Weizen noch, da kann ich auch Brot machen. Ich muss mal schauen, wie das alles da wieder funktioniert einmal. Aber wir haben jetzt einmal unsere erste Mauzi und zwar noch ein Shiny dazu, das läuft einmal. Und jetzt heißt eigentlich nur mehr trainieren und die Pokémon-Welt zu erkunden. Ich glaube, auf Terrypark kann man sich, glaube ich, kann man sogar reiten. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Rad. Level 8. Level 8. Kratzer. Aber Level 8. Okay, ja, das war. Aber Level 20, das ist ja. Ja, ich kann es probieren einmal, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Alleine macht einmal Kratzer und ich bin weg, weil ich Platz zum Pokémon habe. Schau mal. Okay, er macht fast nichts. Nein, Radikal Level 20 ist noch zu stark für uns. Außer er macht drei oder zwei, dreimal noch hinter einer Routenschlag, was ich jetzt aber nicht glaube. Alter, Digga, komm mal da. Oh, Zugkipp, komm. Zugkipp. Oh mein Gott. Einmal noch. Schau. Komm mal, Zia, das liegt an dir. Weil, Digga, wenn ich das jetzt schaffe. Kratzer, komm. Ja, okay, es war klar, aber naja.
ja. Wieder heilen gehen. Ja, und dann eigentlich jetzt die Welt von Pokémon erkunden, trainieren, legendäre Pokémon fangen. Ich glaube, ihr kennt es jetzt, jetzt müssen wir das alles einmal schaffen. Ein paar Eisen noch farmen, aber da habe ich ja im letzten Video gesagt, wir haben ja da vorne, ich kann euch das nochmal zeigen, hier schon Fleisch, Hammelfleisch. So, ich habe da vorne Schlucht. Sieht man jetzt am Dunkeln nicht, wenn es dunkel ist, sieht man das nicht. Ich habe 20 Ratz, oh mein Gott. Hier mal schnell schlafen. Aber ein Mysterium fange einen Typ. Ja, was? Ich glaube, Mysterium, das war jetzt hier mit Shiny. Sieht man das jetzt besser? Aha, das wird gleich Tag sein. Baku, ist das jetzt der Baku dort? Ah, jetzt da. Digga. Tag. Okay. Gut. Ist jetzt hier haben wir so eine Schlucht. Da ist ein Schlucht. Schlucht. Also hier könnte man sicher sehr viel Eisen fangen. Farmen. Das werden wir auch in der nächsten Folge tun. Also heute haben wir jetzt einmal einen Reptan erhalten, beziehungsweise Gigabyte hat sich entwickelt. Ein Shiny Mauze haben wir gefangen und unseren ersten Pokéball haben wir gecraftet. Und morgen werden wir mal auf Eisensuche, nämlich einmal gehen. Ja, Eisensuche und natürlich auch ein paar Pokébälle machen. Darf man mal ein paar Pokémons fangen können. Ihr seht, es wächst schon langsam. Gelb kann ich nochmal dahin pflanzen. Ich möchte das heißen, ein bisschen nach vorne. Keine Ahnung, dass es so lange braucht zu wachsen. Grün, Pink haben wir. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, dieser Server, wenn ihr mitspielen wollt, Leute, kein Problem, schreibt es mich einfach auf Discord an. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu meinem Discord-Channel. Mich einfach privat anschreiben. Dann können wir sicher mal darüber reden, da könnt ihr gerne mitspielen. Es können halt maximal nur 4 Spieler spielen, das heißt, falls mehr Spieler mich anschreiben, ihr könnt gerne, wenn ihr coole Typen seid, also wenn ihr nicht so ein Typ seid, der was nur raufkommt, alles zerstört und bla bla, das will ich jetzt unbedingt nicht. Sonst könnt ihr alle mitspielen, nur falls jetzt einmal am Nachmittag 4 Spieler schon oben sitzt, entweder wartet oder ja, keine andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Müsst halt warten und wenn da wieder ein Platz frei ist, könnt ihr gerne drauf spielen. Also dabei sind nur 4 Spieler möglich. Falls ich weiß oder falls ich mitbekomme, ja, es läuft, ihr wollt alle mehr Spieler mal mitspielen, kann ich natürlich jetzt ein Upgrade machen, damit mehr Slots verfügbar sind. Aber da mal werden wir mal drüber reden. Jetzt da, ja, Mittelgang werde ich noch bekämpfen. Und dann, ja, Kratzer, das schafft der Mauze, glaube ich, auch normalerweise. Ich hoffe es. Und Offenlegung ist also ein starkes. Ja, ich, keine Ahnung. Sperre den Zahltag, was ist das eigentlich? Okay. Aha, gut. Dann werden wir Pokémon-Wechsel, Raptor nehmen. Und der Mauz bekommt EP. Jawohl. Mauz erreicht Level 11. Wir haben Leder, Kumu-Milch und Fleisch. Gut, Leute, dann werde ich noch schnell Mauze bzw. Raptor heilen und dann würde ich sagen, war es wieder mit dem Video. Was ich noch unbedingt machen möchte, demnächst, die nächsten paar Videos, ein Tor finden, weil man kann ja, wenn man M jetzt klickt, unten rechts sieht man nachher Village Roots, da unten rechts schaut es mal, Village Roots, wie Find a Village, das heißt, sind die Aufgaben, was man machen muss. Und ich muss ein Village finden und das werde ich auch mal versuchen zu schaffen, beziehungsweise versuchen, ein Village zu finden. Und das werde ich auch das nächste Mal machen. Und ja, gut. Da wünsche ich euch einen schönen Abend, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Falls ihr mitspielen wollt, wie gesagt, Discord-Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mich gerne mal privat anschreiben, da können wir mal drüber reden. Und ja, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Haut rein, Leute. Ciao.